Hallo meine lieben Freunde, heute mal mit der DJI unterwegs. Wir sind in Hiroshima. Wow, stopp. Nur mal hier kurz zur Erklärung, Leute. Das ist Tag 4 unserer Reise. Es beginnt alles in Hiroshima. Ja, wir waren vorher schon ein paar Tage in Tokio gewesen. Das war mehr Ankunft, denn der eine Tag, wo wir nur live gestreamt haben, dann war ich noch einen Tag wirklich flach, da lag ich wirklich brach. Da war ich nur zu Hause, habe mir ein bisschen was zu essen geholt und alles so weiter. Ja, und das war dann theoretisch die Fahrt nach Hiroshima. Ja, ab da beginnt das ganze Video, dieser ganze Film. Ja, alles richtig, alles korrekt. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, nur mal so jetzt beim Schneiden als kleine Randinformation. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Macht's gut. Weiter geht's. Ja, aber weltbekannte Stadt. Es ist zwar jetzt schon abends, der Fluss. Wir sind jetzt gleich am Friedensdenkmal, oder besser am Peace Museum. Und ich werde euch so ein paar, probieren, so ein paar Eindrücke zu zeigen. Ja, und vielleicht auch das Gefühl so ein bisschen rüberkommen zu lassen, was hier eigentlich so passiert ist. Ich hoffe, das passt soweit. Es ist schon ziemlich dunkel. Und ja. Markus und Pascal laufen nach vorne, die anderen müssen jetzt auch gleich kommen. Unser Hotel ist genau das hier im Hintergrund. Das ist unser Hotel und dementsprechend haben wir eigentlich nur einen kurzen Fußweg dahin. So Leute, dann genießt die Aufnahmen. Die ersten paar Tage Tokio waren erstmal zum Klarkommen da und ab jetzt geht die ganze Vloggerei los. Also viel Spaß! Der Tod kommt um 8.16 Uhr am 6. August 1945. Werfen die US-Streitkräfte eine Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab, um das Land zur Aufgabe im Zweiten Weltkrieg zu zwingen. Zehntausende Menschen sind augenblicklich tot. Die Stadt Hiroshima ist mit dem Atombombenabwurf ausradiert. Drei Tage später detoniert eine zweite Bombe über Nagasaki. Es ist der erste und bis heute das letzte Mal, dass eine Nation eine Atombombe mit ihrer vernichtenden Kraft gegen ein anderes Land eingesetzt hat. Hiroshima ist damals ein großer Militärstützpunkt. Rund 40.000 Militärangehörige sind dort stationiert, aber die meisten der etwa 250.000 Bewohner, die vor der Katastrophe in Hiroshima lebten, sind Zivilisten, darunter auch viele Zwangsarbeiter aus Korea und China. 70.000 bis 80.000 Menschen sterben unmittelbar nach der Explosion. 80% der Gebäude der Innenstadt sind nach dem Abwurf zerstört, ein Feuersturm fegt durch die Straßen. Hiroshima wird während des Kalten Krieges zu einem Symbol
einer Mahnung an die Menschheit hinsichtlich der zerstörerischen Wirkung dieser Atombomben. Das Friedensdenkmal in Hiroshima, auch bekannt als Atombombenkuppel, ist eine Gedenkstätte für den ersten kriegerischen Einsatz einer Atombombe und befindet sich auch im Friedenspark von Hiroshima. Das Gebäude wurde nach einem Entwurf des tschechischen Architekten Jan Letzel im April 1915 erbaut und auch fertiggestellt. Das Gebäude wurde unter anderem als Produktionsausstellungshalle der Präfektur Hiroshima und Ausstellungsort für Handelswaren aus der Präfektur Hiroshima genutzt. Bis zu dem 6. August 1945. Das Gebäude wurde am 6. August 1945 um 8.16 Uhr Ortszeit durch die vom US-Bomber Ilona Gay abgeworfenen US-amerikanischen Atombombe Little Boy zerstört und brannte völlig aus. Alle zu diesem Zeitpunkt darin arbeitenden Menschen kamen in der Feuersbrunst ums Leben. Trotz des geringen Abstandes von 140 Metern vom Bodennullpunkt, den sogenannten Ground Zero, blieben viele Gebäudestrukturen erhalten, unter anderem die charakteristische Stützkonstruktion des Kuppeldachs, der das Denkmal seinen heutigen Namen verdient. Die Überreste werden seit dem Abwurf in ihrem damaligen Zustand konserviert. Freunde, jetzt sind wir in den Straßen von Hiroshima unterwegs. Gucken wir mal, was wir jetzt so für Essen finden. Ja. Da oben, wo das Fenster offen ist, ist theoretisch der vierte Stock und da war unser Zimmer. Genau. Das ist ein Hotel. Wahrscheinlich. Dann sagen wir die Wahrheit. Gut. Natürlich könnt ihr so einen Multipurpose Room. Ganz links durch den Park. Dann laufen wir durch den Park. Ich habe jetzt auch keinen definierten Weg. Hey, Tokio ist immer noch ein schönes Land. Immer noch ein Erlebnis für sich. Ja. Aber, wie soll ich sagen, für einen Meet and Greet mit Fans, die hier eher nicht hat. Das ist es halt. Sehr schwierig. Und genau für sowas hier bin ich ja nach Japan gekommen eigentlich. Ja. So viel es jetzt auch gerade aussieht an Parkbänken. Ich würde mir wünschen, dass es in manchen deutschen Parks hat. Und denke mir so, jetzt ist noch eine Parkbank mehr an dieser Stelle. Ja, am besten auch nicht so dicht bei dicht. Jeden Tag
um Punkt 8.15 Uhr spielt die Atomuhr eine Melodie zur Erinnerung an den Bombenabwurf in Hiroshima. Normal, dass Leben weitergelaufen ist. Dann spätestens jetzt der Alarmkampf in der Luft angeht. So Leute, wir sind am Hiroshima Bahnhof. Ja. Jetzt geht's gleich auf die Insel und dann schauen wir mal weiter. Boah, lasst euch überraschen, was da kommt. So. Und was haben wir? Und durch abgezogen ist es. Hier stellen sich die Leute noch klar für diese Linien an, Leute. Kein Scheiß. Gut. Schaut euch an, die stehen alle. Ja. Das wird voll. Es wird nett gewartet. Alle ausgestiegen sind. Hier ist die Linie. Da wird eingestiegen. So, wir sind in Miyajima. Unten findet ihr auf jeden Fall nochmal den Namen. Wir sind jetzt hier am Ferryport. Jetzt erstmal die richtige Fähre raussuchen. Wir können sie ja mit unserem JR-Pass können wir ja benutzen. Und ja, und dann gibt es jetzt mal ein paar schöne Eindrücke von der Insel da drin. Viel Spaß. Was ist? Ganz ehrlich, was ist? 500 Hektar. So, ab zur Fähre, Leute. Da geht's jetzt rauf und dann geht's rüber. In Deutschland wäre das nicht möglich. Also,
Ist gut, ne? Pascal nimmt ein paar Fotos auf. Und da werden noch T-Shirts gekauft später. Also muss sein. Nachdem wir die. Also, wir halten mal fest. Hat dir doch vorne mal besser gefallen. Zwei zur Auswahl. Aber es ist halt auch ein Ding, wenn ich immer noch gemacht habe. Das ist schon krass gemacht. Ja, Leute, das weltbekannte Tori-Tor im Wasser, ne? Das sieht schon geil aus. Auch das Wasser an sich. Schön klar. Es ist wunderschön. War eine gute Idee. Ja, klar, von der Fähre das zu sehen, ist glaube ich noch was anderes, wenn du die. Alles ein bisschen voll hier. Ja, mashallah, Memo. Der Insider muss jetzt sein. Aber trotzdem wunderschön. Yeah.
Das wäre sehr, ne? Nee, aber... Pascal auf der Suche nach den anderen. Werden wir sie jemals wiederfinden? Sind alle verschwunden. Alle weg. Wir wurden allein gelassen. Aber hallo. Da sind sie doch. Nimm mal die da vorne. Jetzt habe ich so viele Dinger von denen. Bring es auch für meine Familie mit. Für Mutter, Oma, Opa. Ja. Ja. Schwester, Tochter. So, halt aus jedem Schrein so ein Glücksbringer. Ja. Also bei jedem Schrein, den ich jetzt habe, ich was mitgenommen. Ja. Okay, ihr wartet noch einen mehr als ich, wo ich jetzt nicht dabei war. Ja, ja. Aber ist auch kein Problem. Das war's dann auch schon wieder mit der kleinen Schreintour. Das Ganze hat uns jetzt, glaube ich, 300 Yen gekostet. Also umgerechnet 2,20 Euro. Ein paar Souvenirs für die Familie auch mitgebracht. Ja. Ich hoffe, die kleine Schreintour hat euch gefallen und jetzt geht's weiter auf der Insel. Ich hoffe, die Kamera macht noch lange mit und uns macht der Akku nicht vorher schlapp. Exit. Dreimal am Tag nochmal. Ich glaube, wir müssen hier links dran vorbei. So enge, kleine Gassen. So was. Hab's gesehen. Ja, komm mal. Da wird dann neugierig, ne, bei so einem Lost Place. Hier rechts lang? Ja. Der fährt auf jeden Fall lang. Also ja, das steht doch auch. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall alles.
Und sie kommen an. Ich hab nichts zu fressen. Voll die gute Jackenbalance, weil hier nicht die Vorwinkel. Könnt ihr rechts ein paar Platz reinmachen, dann wäre es ein bisschen ausgeglichen. Oh, die haben ihn hier. So. Ja gut. Ach so, man muss jetzt eine halbe Stunde noch zu dem Observatory rüberlaufen. Ja gut. Nee, das können wir nicht bringen. Nee. Da will Milchwasser. Ja. So, jetzt gehen wir da hoch. Schön Treppchen hier. Respekt an die Omi. Die braucht kurz Pause. Aber Respekt, dass sie sich hier hochtraut. Hut ab. Boah. Zieht euch mal das rein. Ja, leck's mal morsch. Ist das schön. Hey, Witzka. Wie hat sich denn sowas einfallen lassen, der liebe Gott? Okay. Leute, Video pausieren, übersetzen.
und mir sagen, was hier steht. Bestimmt dieser, geht bestimmt um diesen Stein. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Hey. Komm. Wir nehmen den steileren Weg. Wir sind ja Fitness-Fanatiker alle. Panorama gemacht. Pascal baut seine Technik auf. Pascal, was ist das für ein Objektiv? Ein Sony FE56-6320-6mmG-OUF. Okay. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich nehme mich nicht. Wunderschön hier oben, wirklich. Leute, wenn ihr das einfach hier sehen könntet, es ist einfach so entspannt. So ruhig, außer die Leute, die jetzt reden. Das Geil fotografiert wie ein Profi. Gerade so ein bisschen Panoramaaufnahmen. Ja, vielleicht seht ihr das hier auch in dem Video, vielleicht blenden wir ein paar ein. Von dem. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist Pascal arrogant und gibt seine Fotos nicht raus. Da lacht er. Kostet 5 Euro. 5 Euro hat er gesagt. PayPal-Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, mit einem armen Fotografen, der sich so eine Optik leisten kann, unterstützen. Ja, ich brauche mehr Geld für eine neue Kamera. Ja, habt ihr gehört. Er braucht eine bessere Kamera. Ja. Also wirklich, es ist einfach fantastisch. Wenn wir da in 4 Tagen, wenn wir am Fuji sind, so ein Wetter haben, Beste. Wir haben hinten ein paar Wolken. Hinten zieht es sich ein bisschen zu. Aber genau hier haben wir komplett Hiroshima. Dann so ein bisschen die Ausläufer. Da hinten theoretisch so grob war der Atombombeneinschlag. So ein bisschen über der Stadt müsst ihr euch das jetzt ja vorstellen. Vielleicht kann ich da irgendwie ein bisschen was einblenden, um das so ein bisschen, ja, es euch näher zu bringen, wie das vielleicht ausgesehen haben könnte von hier oben. Aber erwartet bitte nicht zu viel. Einfach wunderschön. Der ältere Herr. Hinten noch, ich weiß nicht, was das jetzt für eine Präfektur da hinten ist. Ich habe keine Ahnung. Na, hier unten ist noch so Sitzmöglichkeiten und so. Mega nice. Wirklich. Richtig. Immer so eine alten Häuser. Hier ist ja ein Restaurant. Aber so mitten im theoretisch. Einfach nur auf dem Weg. Mega nice. Tiere denn freigeben oder Menschen, ne? Die nicht von dem Zeitstopp dann bis das an den Bis da denke ich mir so ein Laufhotel, hol mir da eine. Was wo? Wir verspenden jetzt jeden den Weg. Guck mal, du musst davon jetzt mal ein Bild machen. Da hast du Angst gekriegt, war mein Kleiner? Hm? Und aber die Feuerwehr von hier. Krass. Ja, und hier haben wir mal einen Reh. Hallo. Der große Turm, wo man Pisa? Fuji mit runterzieht. Nein. Digi, der Fuji ist 500 Kilometer von hier entfernt. Ja, ja. Die Pagode steht in... den Dorf oben, nordöstlich. Wo
gucken, oder? Und da guckst du, ne? Hui. Bitte Leute, das ist aber vorhin lang gelaufen. Das ganze Wasser ist weg. Vielleicht sehen wir jetzt noch ein bisschen die Ebbe, aber wir müssen uns jetzt leider auch beeilen. Wir müssen jetzt langsam zur Fähre und dann geht ja bald unser Zug nach Kyoto. Ja. Also, bis gleich. Zieht's euch rein. Egal das aussieht. Die Leute laufen da alle. Ja, bis vorne zum Tori-Tor. Vorhin stand hier das Wasser noch. Jetzt ist es weg. Ja. Dann gehen wir ein Stückchen weiter und ziehen uns jetzt hier in kompletter Pracht rein. Weltbekannt. Ja. Mega nice. Richtig geil aus. Ja. Bis zu dem Museum, wo wir vorhin drin waren. Ah ja, den Tempel, schön, nicht Museum. Ja. Und damit verlassen wir die Insel auch fast wieder. Also Leute, wir machen uns mal auf den Weg zum Port. Die Kleine hatte gerade Angst vor dem Reh. Einfach nur geil. Mega entspannt. Ja, aber ich bin ja vorhin eingecheckt. Ich habe auch eingecheckt mit der Passkarte. Am Hiroshima Bahnhof. Dann hast du jetzt wahrscheinlich ein Problem. Wir steigen aber.
Please hold on. The instruments are available in count number 1 through 5.